liebe deutsche Synchro. Nein, 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 bitte, bitte lies weiter. Ich will mich nicht beschweren und das hier ist definitiv kein blinder Hass. Im Gegenteil. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du nur ganz wenige solcher Briefe hier bekommst und deshalb, liebe deutsche Synchro, will ich dir ein paar Sachen sagen. Vielleicht fange ich mit dem Wichtigsten an und egal wie abgedroschen das hier klingen mag, nimm dir den ganzen Hass nicht so zu Herzen. Ich weiß, das ist nun wirklich nicht der konstruktivste Rat, aber ganz ehrlich, weißt du, was noch viel unkonstruktiver ist? Genau, Leute, die dich, liebe deutsche Synchro, nicht mögen, nur weil du nicht das Original bist. Die legen dann Wert auf ein echtes und rohes Schauspiel, obwohl sie selbst kaum Ahnung von dieser vielschichtigen darstellenden Kunstform haben und brüsten sich dann damit, dass sie dich gar nicht brauchen, weil sie echte Konnoisseure des Kinos sind. Aber liebe deutsche Synchro, weißt du, was wahre Liebhaber einer Kunstform ausmacht? Natürlich weißt du es. Leute, die sich nicht verschließen oder etwas verurteilen, nur weil da mal ein kleiner Fehler bei der Synchronisation eines Trailers passiert. Ich meine, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, dass Filme echt mies sind, nur weil der neue Mega-Blockbuster uncool war. Aber wehe, liebe deutsche Synchro, dir passiert es mal, dass du zwei Wörter eines kleinen Monsters neu vertonst und schon läuft eine ganze Horde an wild gewordenen Nerds amok, weil ihr Lieblingsnostalgie-Dingsbums plötzlich anders ist als vorher. Um ehrlich zu sein, bin ich mir manchmal gar nicht sicher, ob deine Gegner auch mal kurz darüber nachgedacht haben, dass all ihre nostalgisch verklärten Kindheitserinnerungen an Filme und Serien, die aus heutiger Sicht ziemlich trashig sind, nur zustande kommen konnten, weil es dich gibt, liebe deutsche Synchro. Und genau da sehe ich meine Aufgabe, denn irgendjemand muss dir doch mal mitteilen, dass wir hier im Internet nicht alle gegen dich sind und nicht jeder instrumentalisiert einen kleinen Fauxpas, um sich gegen etwas auszusprechen, das es seit Generationen ermöglicht, gemeinsam Kunst zu konsumieren. Ich meine, klar, bei diesen total übertretenen US-amerikanischen Dauerwerbesendungen könntest du dir schon mal etwas mehr Mühe geben und auch mal den Originalton komplett stumm schalten. Aber darüber regt sich ja auch im weltweiten Netz niemand auf. Liebe deutsche Synchro, zum Abschluss würde ich dir gerne ein paar positive Gedanken dalassen. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die Hoffnung auf einen besseren Umgang mit dir langsam, aber sicher stirbt. Die Globalisierung macht vermutlich auch vor dir nicht Halt. Und wenn dann die erste Generation an Schulenglischsprechern in die Jahre kommt und sich selbst Kinder in internationalen Internetgewässern rumtreiben, wird die Filmindustrie vielleicht verstehen, dass kein extra Budget mehr für dich nötig ist. Bitte nicht traurig sein, irgendjemand muss es dir ja sagen. Und es ist auch nur eine Vermutung von mir. Gut, jetzt fühle ich mich schlecht. Vielleicht doch noch einen kleinen Trost zum Ende, liebe deutsche Synchro. Denn eines kann ich dir mit absoluter Gewissheit versichern. Falls du tatsächlich irgendwann von der Bildfläche verschwinden solltest, dann wird das auch genau der Moment sein, in dem Menschen anfangen, dir nostalgisch hinterherzutrauern. Es werden die alten DVDs mit deinen Tonspuren vom Speicher gehievt, um sich an die Zeit zu erinnern, als es noch keine Streaming-Anbieter gab, die nur eine Originalfassung anbieten. Und dein plötzliches Ableben wird mit derselben rückwärtsgewandten Wut kommentiert wie dein neuerlicher Fauxpas in diesem Trailer. Wie war das nochmal? Entweder man stirbt als Held oder lebt lange genug, um der Böse zu werden? Was auch immer, ich kann das Zitat nur im Original. In diesem Sinne, L.G. M. Scholz.